Shalom, liebe Geschwister, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von der Botschafter. Heute sprechen wir über Übersetzungen in der Bibel oder von der Bibel. Ich möchte die Frage beantworten, lässt Gott zu, dass unsere Bibel ungenau sind, beziehungsweise auch teilweise auch Sätze verfälscht werden oder hinzugedichtet werden oder Verse komplett rausgenommen werden, ja oder nein. Es gibt ja natürlich auch, hier gibt es auch einen Erweckungsprediger, sogenannter selbsternannter Erweckungsprediger, der behauptet hat, dass auch ich und viele andere auch meinen, die Bibel sei verfälscht, die Bibel als Ganzes sei verfälscht und würden somit die Muslime gleichgestellt, wo wir sagen, die ganze Lehre ist verfälscht. Das ist natürlich nicht so. Die Bibel ist für uns Gottes Wort. Aber ich sage, dass die Übersetzungen heute ungenau sind, bewusst auch verfälscht worden sind in manche Instanzen, um eine Dreieinigkeitslehre zu bestätigen und zu bekräftigen. Und ich sage bewusst, dass diese Übersetzungen ungenau sind, um die Menschen auch vor der Wahrheit fernzuhalten. Denn Satan hat Religionen benutzt, um die Wahrheit zu verdrecken, sage ich mal, zu beschmutzen, damit die Leute nicht diese gesunde Lehre auch tragen. Man kann nicht viel rumphilosophieren, ja. Es ist eindeutig, dass die Übersetzungen auch Anfechtungen erlitten haben. Und ich rede von Übersetzungen, nicht über die Originalschriften, die haben wir gar nicht, sondern von Übersetzungen. Und ich beweise mit der Bibel selbst, dass Gott sehr wohl zulässt, dass die Übersetzungen verfälscht werden oder nicht. Ja, anhand der Bibel selbst beweise ich es euch, beziehungsweise anhand der Übersetzungen selbst beweise ich euch, dass Gott sehr wohl zulässt, dass einige Verse verfälscht werden. Denn dieser Erweckungsprediger, selbsternannter Erweckungsprediger, behauptet, wenn man sowas behauptet, dass die Übersetzungen falsch übersetzt worden sind oder Verse komplett entnommen sind und oder hinzugefügt sind, würden wir Gott degradieren, würden wir Gott unterstellen, dass er nicht fähig sei, über sein Wort zu stehen, sein Wort zu schützen vor solcher Anfechtung. Wir würden Gott einfach als schlecht dastehen, als würde er nicht auf sein Wort aufpassen. Nun, Gott lässt einiges zu auf dieser Erde. Gott lässt zu, dass Kinder behindert auf der Welt kommen. Gott lässt zu, dass Menschen 20 Jahre im Bett liegen, krank sind. Gott lässt zu, dass ein Anschlag passiert und 100 Menschen in den Tod gerissen werden. Gott lässt zu, dass ein Erdbeben passiert und Kinder und Frauen und Alte sterben. Also dieser Argument hinkt, ja. Warum soll er sich dann nach Papierkram, ja, nach Papier Schutz stellen und der Mensch dafür nicht? Die Botschaft der Bibel ist heilig, die ist geschützt von Gott, die Botschaft der Bibel, aber nicht jeder einzelne Buchstabe, nicht jeder einzelne Satz, das ist sehr wohl anfechtbar, aber die Heilsbotschaft in der Bibel selbst ist geschützt, denn egal wie schlecht eine Bibel übersetzt ist und wie ungenau, die Heilsbotschaft findest du immer drin. Dass Jesus Christus gekommen ist im Fleisch, gestorben ist für uns als Opfer, nach 3 Tagen auferstanden und jetzt zu Rechten sitzt seines Vaters. Und wer das glaubt, ist errettet. Das ist die Heilsbotschaft. Diese Heilsbotschaft findest du in alle Übersetzungen, egal wie schlecht sie übersetzt sind. Okay? Diese Botschaft ist von Gott geschützt. Diese Wahrheit ist von ihm geschützt. Die ist gesichert bis zum Ende aller Zeiten. Aber kommen wir nochmal zu den Übersetzungen. Ich beweise euch mit der Übersetzung selbst, dass Gott sehr wohl zulässt, dass Verse hinzugefügt werden oder beziehungsweise weggenommen werden.
Und wir vergleichen sehr wohl die beliebteste Bibel überhaupt, die Schlachter 2000. Und es geht um den 1. Johannes Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Grundsätzlich geht es um den Vers 7, das sogenannte Komma Johannium. Könnt ihr auch googeln, vielleicht unter Komma Johannium werdet ihr auch interessante Sachen lesen. Aber wir lesen das mal jetzt in unsere Schlachter und vergleichen die Schlachter 2000 mit der Schlachter 1951. Und wir werden sehen, dass die Schlachter selbst unter sich in die Versionen sich unterscheiden. Schlachter 2000, 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 6 bis 8. Er ist es, der durch Wasser und Blut gekommen ist. Jesus, der Christus, nicht durch Wasser allein, sondern durch Wasser und Blut. Und der Geist ist es, der Zeugnis gibt, weil der Geist die Wahrheit ist. Vers 7, jetzt kommt's. Denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel, der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Vers 8. Und drei sind es, die Zeugnis ablegen auf der Erde, der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei stimmen überein. So, hier geht es um den Vers 7, und zwar, denn drei sind es, die Zeugnis ablegen im Himmel. Der Vater, das Wort und der Heilige Geist. Und diese drei sind eins. Mit diesem Vers bekräftigt man und beweist man eine Dreieinigkeitslehre. Und diese Behauptung, dass die Schlachter verfälscht sei, sei falsch, weil dieser Vers als drin steht. Wir können einfach nicht behaupten, die Bibel sei verfälscht und wir müssen diesen Vers auch so annehmen. Das ist die Begründung von dieser Erweckungsprediger. Und jetzt schauen wir mal die Schlachter 1951, die Version davor. Schlachter 1951 wurde von Franz Eugen Schlachter übersetzt und er war ziemlich, er versuchte ziemlich wortgetreu die Bibel auch so zu übersetzen. Und schauen wir mal, ob der Gründer allgemein diesen Vers 7 in sich hat. Schlachter 1951 übersetzt diesen Vers folgendermaßen: Er ist es, der mit Wasser und Blut gekommen ist, Jesus Christus. Nicht mit Wasser allein, sondern mit Wasser und Blut. Und jetzt kommt Vers 7. Und der Geist ist es, der bezeugt, weil der Geist die Wahrheit ist. Denn drei sind es, die bezeugen: der Geist und das Wasser und das Blut. Und die drei sind einig. Okay. Hier fällt komplett der Vers Nummer 7. In der Schlachter 2000 wurde Vers 6 und Vers 7 in ein Vers gemacht, als Vers 6, und Vers 7 wurde hinzugefügt, ein Extravers in der Schlachter 2000, um diese Dreieinigkeit zu bestätigen. In Schlachter 1951 fällt komplett dieser Vers, existiert gar nicht, es fehlt komplett. Und da frage ich mich, wenn Gott nicht zulassen würde, dass unsere Übersetzungen gefälscht werden, muss eine Version davon aber gefälscht sein. Also das ist ein klarer Beweis, unabhängig jetzt, welche Version richtig ist. In die Version Schlachter 1951 fehlt dieser Satz, dieser Vers. In der Schlachter 2000, wo der Sohn von Franz Eugen Schlachter mitgewirkt hat in der Bibelgesellschaft, ja, das sind viele, viele haben versucht, die Bibel zu interpretieren, und wie heißt es, viele Köche verderben den Brei, ja, und eine Bibelgesellschaft, wo auch der Sohn von Franz Eugen Schlachter mittätig war, Roger Libby war mittätig, der auch die Dreieinigkeitslehre stützt, haben natürlich dazu bewirkt, dass dieser Vers hinzugefügt wird, um ihre Dreieinigkeitslehre zu bestätigen. Das ist eine Verfälschung der Schrift. Und nochmal zu der Behauptung, ob Gott zulässt, dass unsere Übersetzungen verfälscht werden oder nicht. Mit diesen Übersetzungen müssen wir sagen, ja, es ist ganz eindeutig, dass der Schlachter 1951 und die Schlachter 2000 sich unterscheiden. Ein kompletter Vers fehlt in der Schlachter 1951, beziehungsweise in der Schlachter 2000 ist es hinzugefügt worden. Eine davon muss gefälscht werden sein. Und das ist schon der Beweis, dass Gott sehr wohl zulässt,
dass die Übersetzungen anfechtbar sind. Sonst würden wir hier keinen Unterschied merken, wenn Gott diese Buchstaben, sage ich mal, schützen würde. Dann hätten wir gar keinen Unterschied. Beziehungsweise es ist nicht die einzige Übersetzung, die es so übersetzt. Es gibt viel mehr Übersetzungen, die diesen Satz nicht beinhalten. Und daran erkennen wir, dass sehr wohl die Schriften, die Übersetzungen anfechtbar sind, Menschenangriffe erlitten haben und Gott es sehr wohl zulässt, dass die Übersetzungen ungenau sind. Warum lässt das zu? Man kann natürlich jeder hat seine Meinung, aber ich glaube persönlich, Gott lässt sehr wohl zu, dass die Bibel teilweise oder die Übersetzungen teilweise verfälscht wird, weil daran geprüft wird, was für ein Mensch du bist, wie du zu Gott stehst, ob du wirklich ein Suchender bist oder nicht, ob du einfach nur ein blinder Glaube annimmst, was alles, was die Schrift dir spuckt, nimmst du einfach an, ohne zu prüfen, ob du überhaupt das weißt oder nicht. Daran erkennt man, wie du zu Gott stehst, ob du wirklich ein Suchender bist und daran erkennt man auch, ob du an Gott anfängst zu zweifeln oder nicht. Wenn ich sehe, oh, die Übersetzungen sind verfälscht, oh, die Bibel ist doch nicht das Gottes Wort. Oh, und wenn du anfängst an Gott zu zweifeln, dann prüft Gott natürlich deine Herzenshaltung, wie stehst du zu ihm. Wir müssen an Gott festhalten und hat das lebendiges Wort im Fleisch gesandt. Er ist das Wort. Er ist das unverfälschbare Wort. Jesus Christus. Wer ist das Wort Gottes? Jesus. Ja, die Bibel berichtet über das Wort Gottes, aber das Wort Gottes selbst ist Jeschua. Er ist unverfälschbar. Er ist die Heilsbotschaft, ist gesichert in die Bibel, egal welche Übersetzung. Aber die Übersetzung selbst, die einzelnen Buchstaben können sehr wohl von höheren Leuten, die da die Macht haben, Verse herauszunehmen bzw. hinzuzufügen. Und in Offenbarung Kapitel 22, Vers 18 steht, Offenbarung Kapitel 22, Vers 18 bis 19, fürwahr, ich bezeuge jedem, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihnen die Plagen zufügen, von denen diesem Buch geschrieben steht. Und wenn jemand etwas wegnimmt von den Worten des Buches, dieser Weissagung, so wird Gott wegnehmen seinen Teil vom Buch des Lebens und von der heiligen Stadt und von den Dingen, die in diesem Buch geschrieben stehen. Hier geht es natürlich um die Offenbarung, um die Apokalypse, wie sie heute so genannt wird, einfach die Offenbarung Christi an Johannes, wer Sachen hinzufügen, aber dies gilt natürlich generell für das Wort Gottes. Hier müssen wir ganz klar sagen, dass in 1. Johannes sehr wohl ein angriffsfähiges und Verse hinzugefügt worden ist und das ist eine Verfälschung des Wort Gottes und ich hoffe, dass diese Menschen es nicht bewusst gemacht haben, also wirklich nur aus reinem Menschen Unperfektheit getan haben, sonst wird es wahrscheinlich sehr schlecht mit diesen Menschen ausgehen. Aber für euch, liebe Zuschauer, liebe Geschwister, prüft die Übersetzungen, prüft die Interlinearübersetzung. Auch die Interlinearübersetzung ist auch eine menschengemachte Schrift. Ja, es ist auch nicht hundertprozentig genau. 100% sind nur die Originale und die haben wir leider in unserer Zeit nicht. Ich wünsche euch Gottes Segen. Ich wünsche euch, dass ihr wirklich euer Herz brennt für Gott, dass ihr wirklich alles prüft. Lasst euch nicht verwirren von solchen selbsternannten Erweckungsprediger, die nur Blödsinn reden, weil sie einfach nicht fähig sind, die Wahrheit zu erkennen. Und sie reden nur nach, was ihnen in den Ohr geflüstert wird, ohne selbst zu prüfen, ob das stimmt oder nicht. Lasst euch nicht verwirren. Prüft alles anhand der Schrift. Die Heilsbotschaft ist geschützt und gesichert. Ihr findet Jesus in jeder Übersetzung.
Aber einzelne Buchstaben zu bestimmten Sachen wurden sehr wohl verfälscht von Bibelgesellschaften, von Kirchen, Theologen und so weiter. Ich wünsche euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal. Shalom.